Das ist eigentlich recht krass, wenn man überlegt, hunderte von Songs, die ich schon geschrieben habe, in 10 Jahren. Und nicht einmal habe ich gefunden, ich mache jetzt einen albanischen Song. Schweizerdeutsch ist meine erste Sprache. Ich denke Schweizerdeutsch. Ich glaube, in vielen Aspekten bin ich auch sehr schweizerisch. Und ich hatte dort nicht so einen Konflikt in mir, was bin ich jetzt. Meine Eltern kommen aus Kosovo und mussten flüchten, weil mein Vater verfolgt worden ist aus politischen Gründen. Ich bin in einem Quartier aufgewachsen, wo es deutlich mehr Schweizer hatte, aber doch auch Ausländer aus allen Orten. Ich habe daheim nur Albanisch geredet. Meine Eltern konnten auch nur Albanisch können. Ich bin dann in den Kindergarten gekommen, in die erste Klasse, und dort habe ich dann auch Deutsch relativ schnell gelernt. Selbst wenn man mit Albanern in Kontakt kam, hat man Deutsch geredet, weil dann sind ja meist auch noch andere Leute rum und die wollen ja auch verstehen, über was man redet. Und ja, so ist es dann gekommen, dass ich die Sprache recht verlernt habe bis dann. Ich habe, wenn man so will, ein Handicap gehabt, schulisch im Vergleich zu Klassenkameraden. Ich habe jetzt nie Eltern gehabt, die mit mir reingekocht sind und mit mir Hausaufgaben gemacht haben oder sie angeschaut haben oder analysiert haben. Dann habe ich die nächste Prüfung. Also ich habe nicht jemanden gehabt, der mich dadurch hätte unterstützen können. Es ist einfach vollkommen von mir allein abgegangen. Zum guten Glück bin ich gleich dort, wo ich jetzt bin. Also ich habe dann innerhalb von einem Jahr die Gymnasialmatura gemacht, habe jetzt Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Uni in Zürich abgeschlossen, also den Bachelor. Als ich so 13 war, hat mein Bruder angefangen, Text schreiben, angefangen zu rappen. Und ich habe alles mitbekommen, habe immer mitüberlegt, immer Punchlines überlegt mit ihm. Und so ist es dann gekommen, dass ich irgendwann mit 14 gefunden habe, ich schreibe meinen eigenen ersten Text. Ich habe dann nochmal mitgemacht bei weiteren Battles, habe Songs gemacht, irgendwann mich zusammen da mit dem Dave, zum Arash und Dave, bis dann zum Major-Label-Vertrag bei Sony Music Switzerland. Und dann ist die Fernsehsendung gekommen, wo sich an Albaner richtet. Schumme zu gesetzt, Edhe, tash edhe pa krejt Shqipteria ka me njofës. Popo, e ka andin, Ira! Dank dieser Sendung habe ich jetzt so die albanische Sprache wieder recht gelernt. Und auch all die Gespräche, die ich mit all diesen interessanten Albanern hier führe, hat mir einen viel stärkeren Bezug wieder gegeben. Und auch immer mehr Lust, wieder auf Kosovo zu gehen, wieder auf Albanien zu gehen. Und jetzt zum ersten Mal, nach 10 Jahren eigentlich, oder fast mehr als 10 Jahren, seit ich die ersten Texte geschrieben habe, habe ich jetzt zum ersten Mal einen albanischen Song geschrieben. Heute Chico, nun die Pse jemme Mu. Dann die den Jam zu fleiden, dann Naden und Ritschu. Also, das ist eine Premiere. Wahrscheinlich hätte ich vor 3 Jahren noch nicht so einen guten albanischen Song schreiben können, weil ich halt mit der Sprache noch nicht so gut war. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich beides machen in Zukunft. Ich bin sehr glücklich, dass ich das Leben in der Schweiz kann leben kann, dass ich die Möglichkeit habe. Wenn ich zum Beispiel ins Ausland gehe, in die Ferien, und mich jemand fragt, woher ich komme, dann sage ich Switzerland. Und das sagt eigentlich auch viel darüber aus. Und ich sage das nicht nur, weil ich gerade von dort mit dem Flugzeug angekommen bin, sondern auch, wie ich mich fühle. Gegen außen habe ich das Gefühl, bin ich Schweizer auch. Und ich darf aber auch Albaner sein.